So, zurück im Bandcamp. Heute mit einem ganz... Du siehst noch recht jung aus, sag ich jetzt mal. Wie alt bist du erstmal vorweg? Ich bin 16. Okay, 16. Und wie alt bist du? Entschuldigung, wie alt bist du? Hatten wir schon. Wie heißt du? Ich heiße Helene Nissen. Okay. Und was machst du für Mucke, Helene? Also, eigentlich würde ich sagen Singer-Songwriter. Also, es ist schon so die Musik, die ich so von mir selbst, was ich gerade so fühle. Okay, komm mal ein Stückchen näher zu mir rüber. Wie lange machst du schon Musik? Also so richtig fing es an, seit ich 12 Jahre alt bin. Da war ein Musical in der Schule und da habe ich gemerkt, das ist was für mich. Aber eigentlich gesungen habe ich schon immer. Okay. Hat man schon irgendwas online bei dir mal gesehen irgendwo? Oder? Ja, auf YouTube kann man gucken. Ein ganz komplizierter Benutzername, Haboy Lene. Und ja, auf Facebook, Helene Nissen, kann man mich liken. Okay, sehr gut, das hört sich ja schon mal gut an. Was ein ganz besonderer Gig, wo du sagtest, an den erinnere ich mich ganz schön, da waren schöne Erinnerungen. Also, eigentlich ist jeder cool. Okay, aber irgend nichts Besonderes, wo du sagst, der war jetzt besonders. Also, ich habe einmal für krebskranke Kinder gesungen. Das ist, fand ich cool. Das ist eine coole Aktion, das stimmt. Und dein Lieblingsgetränk? Cola Light. Okay. Wie findest du das junge Bühne-Konzept? Hast du schon mal hier auf der Bühne gespielt und wie findest du es? Also, gespielt habe ich hier noch nicht, aber ich finde, es ist ziemlich cool, gerade weil man dann auch unbekannt oder unbekannte Musiker kriegen die Chance, sich zu zeigen auf so einer, das ist ja ziemlich groß. Das ist schon cool. Also das ja. Und du spielst halt zum ersten Mal dann quasi jetzt hier. Ja, genau. Zum ersten Mal. Cool. Schön. Wie heißt der Song, den du uns heute spielst? Der heißt Positive Welt. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke. Stattdessen ließ du mich spüren, eine heile Welt kann nichts werfen. Du sagtest all die Worte, doch niemand glaubte dir, denn du warst hier der Optimist in meinem Positive Welt.
Ich wusste genau, mit dir stimmte etwas nicht. Denn du gingst immer nur nach deiner Pflicht. Die Pflicht, das Gute zu betrachten. Doch innerlich war ich mir sicher, das ist alles nur Fassade. Du lebst in einer positiven Welt, ich kann keiner bremsen. Du bist von allem überzeugt, was dich bewegt. Du hast keine Zweifel und doch bezweifelst du das nicht. Du lebst in einer positiven Welt, die nichts verspricht.